Einer der wohl schlimmsten Lügen, die der Alkohol mir unterbreitet hat, war der Moment, als er mir die Hand gegeben hat und gesagt hat, wenn du mich konsumierst, nehme ich dir all deine Ängste und all deine Depressionen. Ich schlug ein und es hat funktioniert. Jedes Mal, als ich getrunken habe, war ich nicht depressiv gewesen. Es schien mir gut zu gehen. Und doch hat der Konsum peu à peu dazu geführt, dass ich noch depressiver geworden bin. Das hört sich in dem Moment erstmal unlogisch und gegensätzlich an. Das ist es aber nicht. Es ist ein ganz bestimmter Mechanismus in der Sucht, den ich kennengelernt habe, der mich noch depressiver gemacht hat. Aber wie geht das und warum ist das so und warum sieht man das nicht kommen? Die Alkoholikerdepression und warum es irgendwann keinen Ausweg mehr gibt. Das gibt's in diesem Video, meine Lieben. Bis gleich. Servus Leute, grüßt euch, Sonntag 16 Uhr, Flaschengeistzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video. Und heute sprechen wir über ein ganz interessantes Thema in der Alkoholsucht, in der Alkoholabhängigkeit, über einen ganz interessanten Mechanismus. Denn, ich sage es immer wieder, hinter jeder Abhängigkeit, auch bei mir und bei vielen anderen Menschen, wenn man es genug reflektiert und aufarbeitet, steckt immer ein zweites Thema. Und ihr wisst, bei mir war es vor allen Dingen das Thema Angststörung gewesen. Ich hatte eine generalisierte Angststörung und dadurch wurde ich irgendwann depressiv. Das Einzige, was mir geholfen hat, mein Medikament, so makaber das klingt, war der Alkohol. Der Alkohol, metaphorisch gesprochen, ihr kennt meine Metaphern, die ich immer ganz gerne mache, hat er mir das Versprechen gegeben, wenn du mich konsumierst, hast du keine Angst und du bist vor allen Dingen nicht depressiv. Und das ging lange Zeit auf. Und jetzt denke ich, dass sich viele euch was darunter vorstellen können, egal ob man jetzt wirklich depressiv ist, nur depressiv verstimmt ist, vielleicht das selber gar nicht weiß. Oft wissen viele Menschen gar nicht, dass sie depressiv verstimmt sind, weil sie schon ein ganzes Leben lang so sind. Eben. Und das so empfinden, als ob der Alkohol, und so habe ich es empfunden, mich befreit, mich endlich loslöst. Sobald ich trinke, war ich all meine Sorgen weg, all meine Zukunftsängste, all die Situationen, die mir nicht gut getan haben, all meine Angstsymptome. All das habe ich in anderen Videos beschrieben, das verlinke ich euch an der Stelle. Ich möchte da nicht mehr so drauf eingehen jetzt an dieser Stelle, weil, was viel wichtiger ist, wenn der Alkohol mir dieses Versprechen gegeben hat, habe ich alles außenrum sozusagen, was mir Spaß gemacht hat, oft, und das machen wir Menschen auf natürliche Art und Weise, drauf gemünzt, dass mir andere Dinge gut tun. Ich habe nicht erkannt, dass es eigentlich der Alkohol ist. Und zwar, und das könnt ihr euch alle gut vorstellen, egal ob ich mich getroffen habe mit Menschen oder auf Party gegangen bin oder sonst irgendetwas gemacht habe, solange der Alkoholkonsum gesichert war und ich dabei getrunken habe, ging es mir gut. Und ich habe mir lange Zeit eingebildet, dass das soziale Treffen mir gut getan hat, dass die Party mir gut getan hat oder das, was ich eben gemacht habe. Und das möchte ich auch nicht in aller Pauschalität und Grundsätzlichkeit bestreiten. Natürlich habe ich mich noch gerne in einer gewissen Phase meiner Abhängigkeit mit Menschen getroffen, habe Dinge unternommen. Aber ganz wichtig war gewesen der Alkoholkonsum. Der hat sich gezogen wie ein roter Faden. Denn hatte ich abends mal ein Treffen gehabt, wo ich wusste, ich habe keinen Alkohol zur Verfügung, hat sich es mehr für mich angefühlt wie ein Termin, den ich überstehen muss. Denn ich hatte Angstsymptome und hatte Depression gehabt und musste da durch. Danach war ich einfach nur fertig gewesen und ausgelaugt. Und was ganz wichtig ist, und gleich zu Beginn des Videos eine wichtige Message für alle, die das vielleicht nicht so gut nachvollziehen können oder Betroffene, die das nicht verstehen können oder vielleicht für sich noch gar nicht so reflektieren. Ein ganz wichtiger Mechanismus. Es ist nicht nur der Moment des Konsums, wo ich trinke, wo meine Depression weggeht, wo ich mich erleichtert fühle, wo ich endlich loslassen kann und scheinbar zufrieden bin. Ihr kennt das Ganze. Wer trinkt, weiß, wie sich das anfühlt. Zumindest noch zu Beginn hat sich das so angefühlt. Es ist nicht nur das. Es ist der Gedanke und das Wissen darüber, die Erkenntnis, dass das funktioniert. Denn die Erkenntnis darüber, dass das funktioniert, dass ich eine Lösung für mein Problem habe, führt zu einem, ich nenne es mal Sekundärgewinn. Es ist wie der Effekt, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Notfallmedikament, wenn ihr Angststörungen habt oder Panikattacken, habt ihr vielleicht ein Notfallmedikament dabei. Und der Effekt, dass ihr wisst, ihr habt die Tablette, ihr müsst sie nicht benutzen und ihr nehmt sie wahrscheinlich auch nicht. Aber der Gedanke, dass ihr eine Lösung für euer Problem habt, erleichtert euer Problem in dem Moment, ohne dass ihr es konsumiert. Und das ist was ganz Wichtiges, das zu verstehen. Der Alkoholismus, die Lösung Alkohol, die Lösung für mein Problem, für meine Ängste, meine Depression, ist nicht nur der Konsum an sich, sondern der Gedanke und das Versprechen, die Erkenntnis, dass das aufgeht.
zu Beginn zumindest. Das heißt, um das mal handfest zu machen oder ein Beispiel zu bringen, wenn ich am Tag, wenn es mir nicht gut gegangen ist, wenn ich auf der Arbeit war, wenn ich einfach einen Scheißtag hatte, wenn ich ein schlechtes Gespräch hatte, einen Konflikt hatte, wenn ich einfach nur depressiv auch war, wenn ich nicht lachen konnte, egal was am Tag passiert ist, ich könnte jetzt zuhauf Beispiele nennen, egal wie mein Tag ausgesehen hat, eine Sache hat mir den Tag immer gerettet oder hat die Situation, obwohl es nichts mit der Situation zu tun hat, erträglicher gemacht. Es war das Wissen darüber. Heute Abend, wenn ich konsumiere, geht es mir besser. Mein Versprechen wird eingehalten. Es ist genau derselbe Mechanismus wie andere normale Menschen, klingt so ein bisschen blöd, die das nicht haben, sich eben darauf freuen, egal was passiert. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, mein Kind freut sich auf mich. Oder ich habe ein Hobby, egal was es ist, ich habe eine Werkstatt, ich habe ein Ehrenamt, egal, nimmt alles, ich habe meinen Sport und das kann mir keiner nehmen. Das ist eine Konstante, die holt mich aus allem ein Stück weit raus. Darauf freue ich mich intrinsisch, von mir aus. Ich weiß, wenn ich das ausübe, dann geht es mir gut. Dann vergesse ich den Konflikt, dann vergesse ich das, was mich belastet hat. Das weiß ich vorher. Klar, in dem Konflikt, in der Situation regt man sich auf es geht einem nicht gut, aber der Gedanke, ich habe einen Ausweg, es gibt einen Plan, hat die Situation immer erträglicher gemacht. Das hat nicht dazu geführt, dass ich vielleicht keine Angstsymptome hatte. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Depression wie weggeblasen war. Aber ich wusste, ich habe einen Plan, ich habe einen Ausweg. Und wenn ich heute Abend nach Hause komme oder wohin immer ich auch gehe, dann werde ich meine Lösung, mein Medikament zu mir nehmen und dann wird es mir besser gehen. Und der Gedanke daran, und die Gewissheit, dass es funktioniert, die Sicherheit, dass es funktioniert, der hat mich am Leben erhalten, der hat mir Mut gegeben, der hat mir Kraft gegeben, den Tag zu überstehen und er hat jede Situation erträglicher gemacht. Und das ist so ein schlimmer Mechanismus, denn ganz viele Menschen kennen das, ohne dass sie das so vielleicht benennen können. Wie viele Menschen, jetzt möchte ich keine eine Angststörung oder Depression andichten, bitte versteht das nicht falsch. Ihr müsst das auch nicht an dem Ausmaß haben, aber vielleicht habt ihr Probleme mit eurem Selbstwert, irgendwas, ja, stimmt nicht irgendwie in eurer Gefühlswelt, was auch immer, in eurer emotionalen Welt. Und ihr kennt das vielleicht auch. Ihr würdet das vielleicht so gar nicht reflektieren oder benennen. Aber stellt euch vor, und das sieht man oft gar nicht, dazu komme ich gleich, was passiert denn, wenn dieses Versprechen plötzlich nicht mehr aufgeht. Denn, und da fängt das Problem an, ich war depressiv gewesen, der Alkohol hat durch seinen Rausch mich da rausgeholt, das habe ich gerade ausgeführt. Umso mehr meine Alkoholsucht voll fortgeschritten ist, umso mehr wurden die Mengen und die Toleranz wurde höher. Ergo, ich musste mehr trinken. Im Kater, und das habe ich auch in anderen Videos beschrieben, werde ich euch verlinken an der Stelle, war die Angst, die Panikattacken und die Depression immer enorm schlimm gewesen. Ich bin aufgewacht mit ganz dunklen Gedanken, mit Sinnlosigkeitsgedanken, mit, ja, was für einen Sinn hat mein Leben oder was für einen Sinn hat es, jetzt zur Arbeit zu gehen? Warum mache ich das überhaupt? Also Grundsätzlichkeiten. Ich möchte an der Stelle nicht triggern, ich möchte das auch nicht mehr ausführen. Aber all das hat mich umgeben. Aber ich wusste, das ist temporär. Und spätestens der Gedanke an Alkohol, wenn ich wusste, ich habe bald Feierabend oder der Konsum kommt bald und das funktioniert wieder, da ging es mir besser. Die Zeitabstände aber, also dadurch, dass ich mehr getrunken habe, wurde diese Depression immer schlimmer und enormer am nächsten Tag und hat länger angehalten. Und die Zeitabstände sozusagen, bis ich wieder getrunken habe, die Zeitslots, wo es mir gut ging, der Rausch, wo es mir gut ging, der wurde immer kleiner. Und irgendwann hat es dazu geführt, und jetzt mache ich einen großen Sprung, denn das ist dieser Prozess findet langsam statt und ist eben schleichend. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich betrunken bin und nicht mehr und auch wenn ich alleine bin, nicht mehr losgelöst bin und zu Hause tanze und Musik höre. Ihr kennt das vielleicht, Leute, die alkoholisiert sind, die drehen nachts immer die Musik auf, tanzen mit sich selber. Wer würde sowas tun? Niemand würde sowas tun und eine Haarspraydose in die Hand nehmen und so tun, als ob er auf Woodstock wäre. Also solche Momente habe ich gehabt. Ich habe nichts gebraucht. Ich habe vorm Spiegel gestanden und habe, ja, im Rausch halt. Und irgendwann war das aber nicht mehr so. Irgendwann habe ich getrunken gegen meine Symptome, gegen meine Depression und ich habe trotzdem, habe mich Traurigkeit erfüllt. Ich hatte so eine Sehnsucht nach irgendetwas, was ich nicht beschreiben kann. Nach Unbeschwertheit. Ich habe mich gefragt, warum die Dinge sind, so wie sie sind.
Ich war unzufrieden mit mir gewesen. Ich habe grundlos angefangen zu weinen. Ich habe am Computer gesessen nach Feierabend, habe getrunken, habe mir irgendwelche alten Sachen angeguckt, alte Musik, alte Filme, Videos, Dinge aus meiner Kindheit. Habe mir Fotos angeschaut, habe geweint. Dadurch stieg in mir die Erkenntnis, dass dieses Versprechen, es geht mir nachher besser, nicht mehr aufgeht. Das Einzige, was der Alkohol mir noch eine Zeit lang gegeben hat, als es so war, war, dass er mir die Angstsymptome genommen hat und dass ich nicht mehr so nervös gewesen bin. Der Rausch hat nicht mehr gekickt, diese Glückshormone, Serotonin, Dopamin kamen nicht mehr. Ich habe, also diese Lösung, die er mir angeboten hat, die Hand, die er mir gereicht hat und gesagt hat, ich nehme dir das alles, das hat alles gestimmt. Aber mit zunehmender Dosis, mit zunehmender Toleranz und mit zunehmenden Mengen wird die Depression immer schlimmer und die Ängste werden immer schlimmer. Und irgendwann baut sich so eine Toleranz auf, dass man diese Glückshormone nicht mehr spürt. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie fühlte sich der Rausch zum Schluss an. Auch da könnt ihr reinschauen, sehr lohnenswert. Da führe ich das näher aus und gehe mehr ins Detail. Diese Abende und diese Feierabende oder diese Situation kam immer mehr, dass ich gemerkt habe, ich bin zwar beruhigter, ja, der Alkohol, der settelt nicht mehr, der bringt meine Nerven runter, er macht mich nicht so nervös, er nimmt mir auch noch die Angstsymptome, wenn ich ihn konsumiere. Aber es hat nichts mehr damit zu tun gehabt, mit Ausgelassenheit, mit Leute treffen, mit irgendwelchen sozialen Faktoren, also Zugewinne durch den Konsum sozusagen, dass ich Dinge kann, die ich sonst nicht kann, dass ich sonst mutig bin. Am Anfang, wo ich noch charmant gewesen bin und irgendwie toll wirken wollte, das hat alles nicht mehr funktioniert. Ich habe kein Selbstbewusstsein mehr gehabt. Ich hatte das sowieso nie gehabt. Ich hatte es nur durch den Konsum, aber auch das hat er mir nicht mehr gegeben. Ich war nicht mehr diese schöne Version, die es mal gegeben hat, durch den Rausch, der charmant, eloquent sein konnte, der lange Zeit funktioniert hat und irgendwie die beste Version scheinbar von sich sein konnte. Dieses Versprechen ist nicht mehr aufgegangen. Das heißt, ich konnte mich nur noch entscheiden zwischen dieser depressiven und angstvollen Zustand nach dem Trinken und einem depressiven, etwas angstgemilderten Zustand im Konsum. Und da bin ich nicht mehr rausgekommen, denn in dem Moment frage ich mich wieder, okay, was ist jetzt die Lösung? Wie komme ich da raus? Und plötzlich stand niemand vor mir und hat mir die Hand gereicht und mir gesagt, wenn du das tust, schlag ein, dann geht's dir besser. Er hat mich angelogen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man zu der Erkenntnis kommt, dass die Lösung nie eine Lösung gewesen ist, dass sie immer eine Fassade war und immer eine Lüge war. Das Problem daran ist nur, dass solange man die Lösung hat und sie funktioniert, habe ich alles in Kauf genommen und sind die Zeitabstände, wo es mir gut ging, noch so gering. Sie haben in dem Moment hat mir all das gegeben, dieser kurze Zeit dort, wo es mir scheinbar gut ging, hat all das wieder gut gemacht, emotional. Diesen Pakt bin ich eingegangen und selbst wenn es mir nur 3 Stunden gut ging und 21 schlecht, bin ich den Deal eingegangen. Zum Schluss war das gar nicht mehr so gewesen und dazu gibt es keine Lösung mehr. Man steht in einer Sackgasse, dreht sich um und es gibt keine Straße, die dort rausführt. Dennoch hat diese Erkenntnis nicht dazu geführt, dass ich aufgehört habe zu trinken. Ich habe mich immer noch der Illusion hingegeben, dass es mir irgendwie gut tut und es hat auch gestimmt. Denn zu meinem Zustand nach dem Alkoholkonsum, als ich Angstattacken hatte und Panik hatte und die immer schlimmer geworden sind, war der Zustand, als ich getrunken habe, immer noch besser. Es war aber nur das mildere Übel gewesen und so redet man sich immer noch ein und ich habe mir immer noch eingeredet, dass der Alkohol mir was gibt. De facto war der Alkohol, der das Problem ausgelöst hat. Gleichzeitig derjenige, der das gemildert hat. Es war die Katze, die sich in den eigenen Schwanz gebissen hat. Die Lösung war de facto nicht mehr da gewesen. Und dann hat meine Sucht eine ganz schlimme Dynamik genommen. Dazu gehe ich in diesem Video nicht weiter ein. Da habe ich mehrere Videos dazu gemacht, wie ich sozusagen bis zum Alkoholentzug das letzte halbe Jahr verbracht habe. Was aber ganz wichtig ist, und das möchte ich in diesem Video anführen, denn wenn wir diesen Pakt, und vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder, dass er diesen Pakt, und ich spreche das auch nur metaphorisch, rückblickend sind mir die Dinge klar. Es war nicht damals so gewesen, dass ich diesen Pakt bewusst, ihr versteht, Leute, das sind rhetorische Dinge, die ich hier verwende. Ich habe mir in dem Moment damals, ich wusste ja nicht, wie das ausgeht und zu was das führt. Heute, aus der Retro-Perspektive, ist mir das klar, dass ich diesen Pakt eingegangen bin und dass irgendwann die Depression sich so zugespitzt hat und sowas alles. Das heißt, damals sieht man das nicht. Also, ich hatte große Angst davor gehabt in der Abstinenz oder ich wusste keine Lösung dafür, denn ursprünglich, warum ich den Alkohol verwendet habe, als er mir das Angebot gemacht hat, ich bin die Lösung dafür und ich eingeschlagen habe, wusste ich gleichzeitig, dass ich in der Abstinenz was anderes brauche, um sozusagen dafür
für mich, für die Angst, für die Depression, die ich in mir trage, eine Lösung zu finden. Und das ist nicht einfach, denn es gibt nicht, und das ist das, was ich auf dem Kanal immer wieder erkläre, komplexe Situationen, lange Vergangenheiten, ein Leben, das vieles mit sich gebracht hat, das Traumas mit sich gebracht hat, das Glaubenssätze in sich trägt, ist nicht mit dieser einen Sache gekittet. Es gibt nicht diesen einen Tipp. Es gibt nicht diese eine Sache, die man tut. Und man muss sich der Illusion sozusagen entledigen, dass irgendjemand kommt, irgendeine Sache kommt, irgendwas, was man findet, die vor einem steht und die einem analog dazu dieselbe Hand reicht und die schnelle Lösung ist, dass es mir jetzt, wenn ich das tue, besser geht. Natürlich gibt es viele Sachen, die man machen kann. Sport, das brauche ich jetzt nicht auszuführen, die einem gut tun. Aber es wird niemals die Analogie dazu sein. Das ist aber auch nicht schlimm. Und das möchte ich euch zuwerfen in der Abstinenz. Habt keine Angst davor. Denn wenn ihr das aufarbeitet, dann wird es euch nicht so gehen. Ihr werdet diese Angst, Ängste und Depressionen nicht so verspüren. Ich bin alleine nur dadurch, dass ich aufgehört habe zu trinken, schon viel aus meiner Depression herausgekommen und aus der Angststörung rausgekommen. Vieles wurde alleine nur dadurch schon besser. Natürlich war ein Teil auch Aufarbeitung gewesen. Aber ich habe verstanden, dass ich immer von mir selber weggelaufen bin und der Alkohol sozusagen durch den Rausch mir vorgelogen hat, dass ich ein anderes Leben führen kann, in eine andere Welt eintauchen kann. Ich will aber nicht jemand anderes sein. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Die Erkenntnis, egal wie es mir geht und egal was ich gerade verspüre, ob es Angst ist, ob es Depressionen sind, wenn ich weiß, wo es herkommt, dann bin das immer ich. Das Schlimmste, was ich tun kann, egal wie charmant, wie romantisch oder wie vielversprechend ein Angebot ist von einer Substanz, sie wird immer dazu führen, dass ich nicht ich bin und dass ich das, was in mir schlummert, verleugne, dass ich damit nie in Frieden kommen werde und davor weglaufe. Und das ist natürlich immer erstrebenswerter, weil das andere ist ja, ich gucke in dieses dunkle Loch rein, was in mir drin ist und setze mich mit dem auseinander, wo das herkommt. Das tut weh, das ist sehr verletzlich, das ist sehr hart emotional. Aber wenn ich es einmal tue und wenn ich es einmal und immer wieder aufarbeite und zu mir stehe, ist es eigentlich egal, wie es mir geht. Es kann niemand kommen und mir ein Angebot unterbreiten und mir sozusagen eine schnelle Lösung dafür liefern für ein komplexes Problem. Denn ich verstehe mich selber und ich kann selber mich aus diesem komplexen Problem holen. Dazu braucht es aber Aufarbeitung und braucht es professionelle Hilfe, meine Lieben. Deswegen mir war es ganz wichtig gewesen, in diesem Video mal zu erklären, dass anfangs, wenn ihr das als Hilfe seht, den Alkohol, stimmt das auch. Es ist aber ein Spiel auf Zeit. Es ist eine Wette auf Zeit. Bei mir ging es nicht lange gut. Es gibt Menschen, bei denen geht es Jahrzehnte gut oder funktioniert das. Sie merken aber oft selber gar nicht. Erst wenn man Jahre zurückblickt, wie depressiv sie eigentlich geworden sind, wie unzufrieden sie geworden sind, wie verbittert sie geworden sind, dass sie die Welt als Gegner sehen, dass sie alles gegen sich sehen. Dass die Depression führt ja auch dazu, dass man solche Gedanken hat, dass man sich auch nicht mehr durch den Konsum auch traut, neue Dinge zu machen. Man kommt irgendwo nicht voran. Man entwickelt sich nicht weiter. Man macht nichts mehr. Und das führt eben dazu, dass man unzufrieden mit sich wird. Und das Schlimmste eigentlich, was mir passiert hätte können, ist, dass das Jahrzehnte funktioniert hätte. Sonst wäre ich heute ein ganz anderer Mensch. Ich hätte nie diese Aufarbeitung gemacht und wäre nie zu diesen Erkenntnissen gekommen. Davor ist es aber immer so, bevor es einem gut geht, entsteht Leid. Und wir haben die Wahl, wann wir durch dieses Leid und diese Aufarbeitung gehen, wie lange wir das herauszögern wollen. Denn der natürliche Impuls jedes Menschen ist es, ich will jetzt was machen, dass es mir gut geht. Ich will also eine Abkürzung nehmen, einen Shortcut. Ich will diese Aufarbeitung überspringen. Was soll ich darüber reden? Warum soll ich mich mit mir auseinandersetzen? Ja, dann mache ich mich immer abhängig von Dingen, die meine Symptome lindern. Weil diese Gefühle in mir drinne immer wieder hochkommen werden, weil die Wurzel und der Keim, wo das entsteht, nie gelöst sein wird. Deswegen, wenn es nicht der Alkohol ist, in der Abstinenz, ihr werdet immer wieder, wenn ihr das nicht aufarbeitet, an diese Stellen kommen. Und dadurch kommen auch die Gedanken, Mensch, früher hatte ich doch was gehabt, wo es mir gleich besser ging. Warum geht es mir jetzt nicht gleich besser? Ich muss halt, egal was ich mache, was für ein Hobby ich habe, was ich auch tue, wie viel Sport ich mache, egal was es ist immer ein Commitment dagegen, sich besser zu fühlen. Aber ich will auch, dass es mir die ganze Zeit besser geht. Und es erscheint unlogisch, dass es mir erstmal scheiße geht. Aber wenn ich da durchgehe in der Aufarbeitung und das mache, ich habe dazu ein Video gemacht mit dem inneren Kind, klickt da rein, dann versteht ihr das ein bisschen besser, was ich meine. Dann komme ich ganz langsam da raus und dann baue ich mein seelisches und emotionales Fundament um mein Haus auf einem
Boden, auf einen gesunden Boden. Und dieser Boden ist dann irgendwann so hart, wenn ich ihn präpariert habe, dass der Einsturz, egal wie es mir geht, und ich habe auch Höhen und Tiefen, aber ich denke nie an Alkohol, weil ich kann nie so tief fallen wie damals. Traumas sind hier unten. So tief falle ich nicht mehr. Höchstens so, weil ich mir das aber aufgebaut habe. Und das erfordert, dass man diese ganzen dunklen Seiten in sich erstmal aufarbeitet. Und die fühlen sich immer scheiße an. Und das möchte man nicht. Und deswegen schreiben mir auch viele Leute und sagen, gib mir mal einen Tipp. Ja, ich kann dir sagen, mach Sport, ernähr dich gut. Ich kann dir sagen, guck auf dein soziales Umfeld, guck auf deine Rahmenbedingungen. Bist du zufrieden mit deinem Leben, mit deiner Arbeit? Und all das stimmt. Und all das meine ich ernsthaft und nicht ironisch. Aber das Fundament, das ist ein Rahmen. Das Fundament ist hier drinnen. Und dafür gibt es keinen Tipp. Der Ball liegt bei euch. Den Ball müsst ihr spielen und selber gehen. Und er tut weh. Und es gibt keinen, der einem in die Hand nimmt, außer vielleicht einem Psychotherapeuten. Aber trotzdem, diesen Gang geht man immer alleine. Und daraus geht man gestärkt hervor. Und dann braucht man es irgendwann nicht. Und dann kann noch so jemand vor einem stehen und sagen, ich biete dir was an, dass es dir besser geht. Nein, ich brauche keinen Babysitter mehr. Ich brauche keinen mehr, der mich verarscht. Ich bin alleine groß. Und dieses Selbstbewusstsein und diese Akzeptanz eines selber funktioniert erst dann, wenn man da durchgegangen ist. Das wollte ich mal an dieser Stelle ein bisschen mehr ausführen, weil mir immer wieder Leute schreiben, gib mir mal einen Tipp und sowas. Macht das und ihr werdet sehen, dass es Schritt für Schritt über Monate und Jahre immer besser wird und das Fundament, das ihr euch baut, wenn ihr es konsequent geht, immer härter wird. Und der Sturz kann immer passieren. Ich habe heute Tage, wo es mir auch nicht gut geht. Ich habe auch heute Phasen, wo ich auf mich aufpassen muss. Das bleibt immer so. Aber der Sturz wird nie so tief werden, wie er damals war. Weil ich in mir drinne diese Wurzel und das Ganze gelöst habe. Und das möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben. Dieser Pakt mit dem Alkohol führt immer dazu, dass man sich in eine Abhängigkeit begibt. Und es muss nicht dazu führen, dass es zu Leidensdruck führt. Weil man immer daraus schließt. Viele Leute schreiben mir, ja, aber ich bin ja kein Alkoholiker, ich trinke hier. Leidensdruck ist nochmal ein anderes Thema. Das hat was damit zu tun, auch mit, bin ich körperlich konstituiert und was sind die Motivationen dahinter und das sind so viele Faktoren, von denen das abhängt. Es gibt Menschen, die können es Jahrzehnte machen und die dürfen das auch Jahrzehnte machen. Ich möchte nicht werten, welcher Lebensentwurf besser ist. Jeder darf sich selber entscheiden. Man kann sich auch für den Konsum entscheiden. Ich möchte nur aufklären und euch reflektierende Blicke und Impulse zuwerfen, dass ihr das mal vielleicht hinterfragt und dass ihr euch nicht der Einlüge hingebt, es gibt eine schnelle Lösung für ein komplexes Problem in euch. Die gibt es nicht. Und die andere Lösung, ihr macht einfach etwas und dann geht es euch besser. Ihr müsst etwas machen, aber nicht einfach. Es wird schwer, aber es lohnt sich, da durchzugehen. Das seht ihr jetzt noch nicht, aber glaubt mir und vertraut mir, es lohnt sich. Auch wenn es sich am Anfang scheiße anfühlt. Am Ende seid ihr bei euch. Und das ist auch völlig egal, wer vor euch steht und wer euch was anbietet, denn ihr braucht nichts mehr. Das kann ich euch sagen, mit 11-jähriger Abstinenz. Glaubt mir. Also meine Lieben, geht euren Weg. Er muss nicht so aussehen wie bei mir oder bei irgendjemandem. Geht euren Weg. Lebt euer Leben. Ihr seid nur einmal hier. Und es bleiben nicht mehr so viele Jahre. Also meine Lieben, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen berühren, ein bisschen Impulse geben. Ihr konntet diesen Mechanismus ein bisschen nachvollziehen und meine Ausführungen auch nachvollziehen, warum es so wichtig ist, eben wenn man das möchte, dass es einem besser geht, diesen Weg, den schweren Weg zu gehen, aber den nachhaltigeren Weg gehen. Ansonsten macht man sich immer wieder abhängig von Symptomen, milderer, die man halt immer dein ganzes Leben lang benutzen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ihr wisst, in Südhessen sagt man immer noch Gude. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gude, meine Lieben, bis dann. Ciao. Sisters, I did a mine, mood of life soon I decide, and I contemplated suicide, cause I'm losing my side, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine, losing my side, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine, that seems all